Extra beeilt und das Ding fährt schon wieder weg. So, wow. Ich hab mich beeilt und das Dinge, nee, macht einen Rückzieher. Wo ist er denn da? Also? Fotos. Ich spiel gleich weiter. So. Foto ging raus, genau. Warum war das auch so weit? Oh, ich habe das jetzt alles verfolgt hier. Das ist ja scheiße, da komme ich gar nicht drauf. Egal, wir machen in der Quest weiter. Wo muss ich hin? Hey, da war ich doch beim Fahrstuhl. Mich verkackt, ey Mann. Ach, da hinten. Hä? Ach, dort lang. Und die sind alle respawned. Schön. Kira, kommst du bitte auch mal? Ich krieg hier so ein bisschen Damage. Kira? Der Wichser schießt mich weiter. So, jetzt nicht mehr. Kira, wo bist du? Alter, willst du mich jetzt ganz verarschen, ne? Schön wieder da zu sein. So. Ich hab dir bei WhatsApp mal das Foto geschickt. Hab ich grad gesehen. Ich weiß nicht auch wieder, was das ist, aber ich glaube ehrlich gesagt, hab ihn noch nie gegessen. Wie schlecht hat der Garde des Imperators. Da hast du auf mich wegzubounzen. So. Siege 1 von 2, 5 von 10. Ah, okay. Was gibt's da als Verhinderung?
stirbt niemand. Ich hasse es, wenn die Exekutions. Ich hatte gehofft, dass ihr kommt. Unser vorheriges Treffen endete leider nicht zu meiner Zufriedenheit. Ergebt euch und man wird euch gut behandeln. Widersetzt euch und... Nun, ihr kennt den Rest. Och, Mann! Ich würde gerade abbeißen. Meine Jedi-Kollegin holt sich gerade die technischen Daten, deretwegen ihr hier seid. Selbst wenn ich sterbe, verliert ihr. Hört schon auf. Ihr bringt ihn ja noch zum Weinen. Eure Freundin wird dieses Schlachtschiff niemals lebend verlassen. Ich habe euch eine faire Chance gegeben und ihr habt abgelehnt. Männer, tötet diesen Jedi. Oh ne, lasst mal. Ich bin am Essen. Ich muss beim Essen noch an den Boss fallen. Ich hab grad nichts verstanden. Du musst beim Essen jetzt auch noch einen Bossfight machen, das war doch klar. Kyo ist wieder unsichtbar, cool. Geil. Geschafft. Ich habe die technischen Daten der Festung des Imperators gesichert. Sie enthalten Pläne des kompletten Verteidigungsnetzes. Zusammen mit dem Prototyp der Tarnvorrichtung, den ihr auf Balmorra geborgen habt, haben wir nun alles, was wir brauchen, um den Imperator zu fassen. Ich bin weder verletzt noch tot. Danke, dass ihr nachgefragt habt. Davon war ich ausgegangen, dass ihr wohlauf seid. Das seid ihr doch immer. Trifft mich im Hauptstützpunkt der Republik. Lia Nares, Ende. Ein Lichtschwert, was ich nicht brauche. Schön. Wo soll ich hinkommen? Arsch der Welt. Dahin. Weißfelswüste. So. Das hast du echt noch nie gegessen? Ich glaube nicht. Rosinenbrot ist ja das, was am ehesten daran kommt. Das schon mal, aber... Weihnachtsstollen? Nö. Wir haben immer eine andere Art Weihnachtsritualkuchen. Oder Torte oder was auch immer. Ja, Kuchen ist das ja. Kuchen? Okay. Ey, das ist... Du musst deinen Eltern mal sagen, die sollen das mal holen. Gibt's halt, wie gesagt, als Marzipan und als Butterausführung. Nee, das ist eh nur die Butterausführung. Ist also voll lecker. Wo sind die Troller da hinten irgendwo? Deine Reaktion jetzt gespannt. Keine Sorge. Es ist ein Wunder, dass alle eure Leute den Kampf gegen solch einen Feind überlebt haben. Wie konntet ihr die Gendai besiegen? Überlegende Taktik und ein Dutzend Thermaldetonatoren. Wenn diese Gendai noch leben, garantiere ich, dass sie sich das Gegenteil wünschen. Habt ihr euch nicht davon überzeugt, dass die Gendai erledigt sind, bevor ihr gegangen seid? Was, wenn sie zurückkommen? Dann benutze ich eben zwei Dutzend Thermaldetonatoren. Ihr habt ausgezeichnete Dienste geleistet, Sergeant. Zusammen mit euren Leuten habt ihr der Republik einen großen Sieg beschert. Die Helden von Hoth. Endlich treffe ich euch persönlich. General Grain, es ist eine Weile her.
Es ist schwer zu glauben, dass wir beide im selben Trupp angefangen haben. Immer noch ein Bodenpflüger? Könnte es mir nicht anders vorstellen. Es ist ehrliche Arbeit, Sir. Ich wusste gar nicht, dass ihr und der General Kameraden seid. Wir haben ein paar kurze Abenteuer erlebt, damals im Krieg. Man erkennt wirklich nicht, dass das linke Bein nicht echt ist, Sir. Die Meditechniker haben großartige Arbeit geleistet. Das 88. Panzerbataillon ist auf dem Weg hierher. Die 301. Infanterie wird wieder nach Coruscant verlegt. Ich kann einen Soldaten wie Rask nicht beim Landurlaub verschwenden, also weise ich ihn euch zu. Für wie lange, nee. Sir? Bis das Sith-Imperium besiegt wurde. Nö. Ich bin nicht ganz sicher, wie wir ihn einsetzen können, aber wir nehmen ihn natürlich gerne auf. Hast du einen neuen Freund? Wenn euch nichts anderes einfällt, kann er ja euer Schiff bewachen. Die Versetzung tritt hiermit in Kraft. Viel Glück. Meine Fähre ist klein. Es gibt kaum genug Platz für mich und die Medis. Vielleicht sollte Sergeant Rask mit euch reisen. Es wäre mir eine Ehre. Ich freue mich darauf, von einem so mächtigen Krieger zu lernen. Ausgezeichnet. Ich werde diese technischen Daten zu Meister Braga bringen. Ihr solltet euch auch bei ihm melden. Der lernt immer mein Schiff aufräumen. Meine Freunde. Dafür ist er sich eh zu schön. Warte mal, der hat eine Quest. Wie, der hat eine Quest? Ach nee, ich muss mit dem Quatsch. Ich bereite meine Ausrüstung vor und treffe euch dann auf eurem Schiff. Bei mir hat er da keine Quest. Schnappt euch eine Koje und fühlt euch wie zu Hause. Zu Befehl, Jedi. Schnappt euch eine Koje. Das Ding hat zwei Schlafzimmer. Meins und die Krankenstation. Ansonsten gibt's keine Betten. Der kann bei, wie hieß der andere? C3 oder wieder? Der Druide hier ist bei dem kann er pennen. Der steht hier einfach nur rum. Der pennt gar nicht. Dann kann er aufräumen. Er hat eine vergoldete Waffe. Fällt mir gerade auf. Den rüste ich nicht besser auf, den werde ich schon nie zum Einsatz mitnehmen. Nee. Nein, das fällt mir gerade auf. Dass der eine vergoldete Waffe kriegt. Hier findet ihr alles. Hochwertige Ausrüstung nach Militärstandards. Oh. Nee, weg damit. Weg. Brauche ich alles nicht. Wobei doch, ich. Ach nee, das ist ja. Ah nee, das brauche ich noch. Boah. Kommt heil wieder. Ich habe wieder ein bisschen Money. Ich kann hier was machen. 570.000. Das kam 3 und das kostet jetzt 400.000. Ach komm, wir kaufen das hier auch noch. So. Hier rennt ein Ziff. Wo ist mein Schiff? Wenn man Hoth mit Tatooine mischen würde, hätte man dann einen netten Planeten mit angenehmem Klima? Hä? Wo ist mein Schiff? Dako? Okay. Das ist gerade echt creepy.
Ah, Darkus Internet ist weg. Alles klar. Aber wo ist mein Schiff? War das nicht hier? Da. Der Darkus offline. Mehr Zeit für mich. Ja, vorrushen. So, mein Schiff. Der kompensiert bestimmt was damit. Holoterminal. Was haben wir denn hier noch? Nee. Erstmal nee. Meister Braga, Lianaris ist mit den technischen Daten auf dem Weg zur Festung des Imperators. Ich wusste, dass ihr zwei gemeinsam unaufhaltsam sein würdet. Ich bin mir nicht sicher, was ich von ihren Vorstellungen halten soll, dass Droiden die Macht anwenden. Ich auch nicht. Andererseits macht man meist erst große Wissensfortschritte, wenn man etwas wagt. Eure Erfolge auf Hoth und Balmora waren außergewöhnlich. Unser Plan, den Imperator gefangen zu nehmen, nimmt bereits Gestalt an. Kommt zurück nach Typhon. Wir werden hier alles weitere besprechen. Meister Braga, Ende. Na dann, Errungenschaft freigeschalten, der Preis des Sieges. Ja. Was war das denn jetzt? Hey, jetzt ist der Typ auf einmal weg. Ne, jetzt steht er hier. Jedi, der Sieg über das Sith-Imperium ist wohl die größte Herausforderung, der ich mich je gestellt habe. Die Wahrscheinlichkeit, einen Kampf gegen den Imperator selbst zu gewinnen, geht gegen Null. Ich freue mich auf diesen Einsatz, wie ich mich noch nie auf einen gefreut habe. Wir werden alles brauchen, was wir haben, um den Imperator zu besiegen. Verstanden, Jedi. Sieg oder Tod. Wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, macht sich der Jedi-Orden durch seine aufopferungsvolle Hingabe an die Pflicht zu einem Vorbild für alle Bürger. Es wird mir eine Ehre sein, euch zu dienen. Ja, du dienst mir, genau. Da ist noch irgendwas. Der Doc will mit mir quatschen. Oh Gott, wo war denn der schon wieder? Ja, wollte ich auch gerade, da wurde ich auch rausgeworfen. Scheiße, ich kenne mich auf meinem eigenen Schiff nicht aus. Das ist da. Peinlich. Ah, das Leben eines Kampfsanitäters. Überstunden, zermürbende Arbeit. Die Patienten bluten an die besten Sachen voll. Aber ich will mich nicht beschweren. Nichts ist besser als die Dankbarkeit einer Person, der man gerade das Leben gerettet hat. Aber es kann ganz schön ablenkend sein, wenn sich wunderschöne Patientinnen in einen verlieben. Jede Menge. Der hat gar keine Überstunden gemacht und gar nichts. Der ist die ganze Zeit auf dem Schiff und ruht sich aus. Es ist natürlich, dass unter lebensbedrohlichen Umständen so etwas wie Anziehung entsteht. Es ist falsch, diesen Gefühlen nachzugeben. Nicht, wenn es hilft, den Patienten zu heilen. Manchmal muss man einfach alles geben. Ich vermute, Jedi haben dasselbe Problem. Eure Bewunderer müssen doch quer durch die ganze Galaxis Schlange stehen. Ich habe allein auf Coruscant Milliarden von Bewunderern. Stellt euch nur vor, wie beliebt wir sein werden, wenn wir das Sith-Imperium durch ein schwarzes Loch jagen. An eurer Stelle würde ich schon mal vorschlafen. Ja. Ihr kommt ja eine Weile ohne mich aus, oder? Ich muss kurz nach Alderaan rüberhüpfen.
Eine alte Freundin von mir wurde von Verbrechern entführt. Sie werden sie töten, wenn ich ihnen nicht das Spice bringe, für das sie mich bezahlt haben. Das überrascht mich nicht. Ich hatte euch schon seit Balmorra als heruntergekommenen Versager abgestempelt. Versager? Der alte Doc ist viel, aber das ganz sicher nicht. Ich habe diese Bande vor ein paar Jahren um einen Haufen Credits betrogen. Damit habe ich dann ein Flüchtlingslager auf Alderaan errichtet. Meine Freundin ist dort die leitende Ärztin. Anscheinend haben die Verbrecher herausgefunden, wofür das Geld bestimmt war. Sie haben eure Freundin als Geisel genommen, bis ihr ihnen ihre Credits bringt. Oder das Spice. Ich ermittle verdeckt für den republikanischen Zoll. Sobald ich das Spice liefere und meine Freundin befreie, übernehmen die guten Jungs. Die Verbrecher kommen ins Gefängnis und meine Freundin kriegt ihr Krankenhaus zurück. Der ganze Plan ist idiotensicher. Das ist sicher schnell erledigt. Passt auf euch auf, Doc. Es gibt immer jemanden, der sich noch idiotischer anstellt. Wer weiß das besser als ich. Okay, der Doc ist weg. Diese Verbrecher waren schlauer, als ich dachte. Oh nee, das ist ja schon die Geiselunterhändler der Republik haben sie überredet, mich nicht umzubringen. Die waren echt gut. Klingt, als hätte der Redenschwinger endlich seine Meister getroffen. Ich war auch im Nachteil. Die Verbrecher wollten mich unbedingt tot sehen. Aber zum Glück geht es meiner alten Freundin gut. Die haben sie total vergessen. Wir hatten keine Zeit zu plaudern, aber... Hey, das ist sie auf dem Holo. Wahrscheinlich will sie Danke sagen. Tut so, als würdet ihr für mich arbeiten, ja? Du siehst toll aus, Brudi. Hast du abgenommen? Mir gefällt dein neuer Haarschnitt. 2 Jahre, nicht eine einzige Holo-Nachricht von dir. Und das ist alles, was du zu sagen hast? Du hast mich bei unserer Hochzeit sitzen lassen. Oh Gott. Oh, noch mehr reden? Doc, ist das etwa eure Ehefrau? Wir sind nur gute Freunde. Sie ist ein bisschen verwirrt, das ist alles. Ich dachte, du würdest mich lieben. Auf Ord Mantell hast du mir all diese wundervollen Sachen gesagt. Brudi, Süße. Das waren nette Belanglosigkeiten. Die hättest du nie für bare Münze nehmen sollen. Meine Eltern sind für eine Hochzeit, die niemals stattgefunden hat, extra von Coruscant gekommen. Du widerwärtiger Schuft. Ich wünschte, ich wäre dir nie begegnet. Einige Leute sind einfach nicht füreinander bestimmt. Das hat nichts mit Bestimmung zu tun. Er ist ein Feigling. Sieh es von der positiven Seite, Brudi. Du hast immer noch das Krankenhaus, das ich dir gekauft habe. Bloß aus, ich will nicht... Die Verbrecher haben es niedergebrannt. Sie liebt mich noch immer. Alter Schwede. Seit der Begegnung mit diesen Verbrechern sind ein paar schöne Erinnerungen wieder hochgekommen. Damals das ist eine Plaudertasche, die hört einfach nicht auf zu sammeln. Ich war für alle medizinischen Belange zuständig. Traumakits, Operationsdruiden, Krankenhäuser. Ich konnte einfach alles besorgen. Einmal war da dieser Hutte, der nach einem starken Beben Medipacks hortete und sie zu horrenden Preisen verkaufte. Ich habe Mandalorianer reingelegt, damit sie seinen Palast angreifen. Mandalorianer gegen einen Hutten ausspielen? Ihr liebt es wirklich gefährlich zu leben, Doc. Also bitte. Mit euch die Straße runterlaufen ist riskanter. Ich habe ein falsches Kopfgeld auf den Clan der Mandalorianer ausgesetzt. Mit Unterschrift des Hutten. Sie haben es dank meiner Wenigkeit zufällig erfahren. Die Mandalorianer griffen den Palast des Hutten an. Das ging ruckzuck. Rein zufällig war ich auch da und konnte die Medipacks des Hutten rausholen. Ihr habt das durchgezogen, ohne dass eine der Seiten gemerkt hätte, dass ihr sie gegeneinander ausspielt? Es war hilfreich, dass sie sich alle gegenseitig umbrachten. Manchmal klappt einfach alles. Dank einer anonymen Spende erhielt jedes Krankenhaus im Katastrophengebiet Behandlungsmaterial für seine Patienten. Tausende Leben wurden gerettet. Aber das war nur Kleinkram, verglichen mit dem, was wir tun. Wenn wir die Galaxis retten, bleibe ich nicht anonym. Du redest auch noch mit dem, oder? Ja. Schon das vierte Gespräch, was ich führe. Wir müssen von diesem Schiff runter und mal was anderes machen als Verbrecher vermöbeln. Nichts für ungut. Das ist schon wichtig. Aber es würde uns nicht umbringen, mal rauszugehen und uns ein wenig unters Volk zu mischen. Ich kenne die besten Clubs. Ich zeige euch die besten Plätze und stelle euch ein paar Leute vor. Man weiß nie, wen man trifft. Das wird lustig. Wenn das Sith-Imperium endgültig besiegt ist, dann habe ich Zeit, mich zu entspannen. Davon dürft ihr doch nicht euer Leben abhängig machen.
Was passiert, wenn wir alle sterben? Oder bis dahin alt und langweilig sind? Ihr könnt so lange Nein sagen, wie ihr wollt. So schnell gibt der alte Doc nicht auf. Oder ihr gebt einfach gleich nach und lebt ein bisschen. Wie wär's? Die Gespräche haben schon was Gutes. Ich kann den mal essen. So. Ach, T7 will auch noch mit mir reden. Ja. Was ist drauf? Was? Eckhorn ist ein imperialer Spion. Jemand muss ihn auf... Oh, Scheiße. Ich spüre da ein Muster, T7. Okay, will sonst noch jemand mit mir quatschen hier? Ich glaube, jetzt hast du alle. Außer Kira möchte jetzt mal was von dir. Nö, schade eigentlich. Schade, schade, Schokolade. Oh, lass mich da einfach drei von landen. Nö, du kriegst immer noch keine Sonderlandeerlaubnis. Schön die Pferde nehmen. Nee. Ach, das bist du. Ich dachte, das wäre ein Grafikfehler. Ich bin doch kein Grafikfehler. Dein hässliches Gleiterding sieht aus wie so ein Grafikfehler, als ob da irgendwas langgezogen ist von der Grafik. Naja. Ich brauche mir nur den Hirsch bei Assassin's Creed Valhalla angucken in zweiten Teil von Asgard. Oder ersten Teil tatsächlich. Das ist so ein krasser Grafikfehler. Boah. Du bist ein krasser Grafikfehler. Du bist. Nee, das ist wirklich so, als ob die Grafik. Die ist halt einfach nicht richtig. Die ist komplett in die Länge gezogen. Ja, aber der Gleiter. Dein Gleiter sieht genauso hässlich aus. So. Willkommen zurück. Wir haben dank euch erstaunliche Fortschritte gemacht. Die Analyse der Hoth-Daten hat das gesamte Verteidigungsnetz der Festung des Imperators offenbart. Es gibt Schwächen, die wir ausnutzen können. Besser noch. Wir verstehen, wie die Tarnvorrichtung die Festung beschützt. Wir haben behelfsmäßig einen Scanner zusammengebaut, der sie durchdringen kann. Endlich befindet sich der Imperator in Reichweite. Wir können diesen Abschaum sofort gefangen nehmen. Das Imperium zwingen, sich zu ergeben. Geduld. Unser Sieg wird gewährleistet sein, wenn wir nichts dem Zufall überlassen. Unsere Schiffe werden für die Reise nach Drom und Kaas vorbereitet. Langstreckenscanner werden aufgerüstet, um die Festung des Imperators zu finden. Wir werden mit unseren jeweiligen Raumschiffen verschiedene Landerampen ansteuern. Viele Ziele werden die Verteidigungen des Feinds zerstreuen. Sobald wir im Innern der Festung sind, wird jeder von uns einem vorgegebenen Weg durch das Sicherheitsnetz folgen. Wir werden uns im Thronsaal des Imperators treffen. Wir werden den Anführer der Sith gefangen nehmen und ihn nach Tython bringen und ihn zur hellen Seite der Macht bekehren. Ein perfekter Sieg. Hä? Nein! Der wird getötet!
der Imperator? Bekehrt zur hellen Seite? Unmöglich. Es war nicht unmöglich für euch, Lord Pravum auf unsere Seite zu bringen. Der Imperator ist auch nur ein Sith. Die Sith mit Gewalt zu bezwingen, bringt gar nichts. Wir müssen sie als die unseren empfangen. Das ist der Schlüssel für einen dauerhaften Frieden, der zahllose Leben retten wird. Meister Praga, wir müssen reden, ehe dieser Plan weiter fortschreitet. Unter uns gibt es einige, die Bedenken geäußert haben. Jetzt, wo ich den Plan kenne, habe ich selbst Einwände. Ihr neigt zur Ironie. Ich habe euren Plan immer als leichtsinnig betrachtet, Meister Praga. Jetzt kommt euer ehemaliges Teammitglied mit einer verstörenden Vision auf mich zu, die ihr bewusst ignoriert habt. Yoma, wir haben das doch besprochen. Ihr solltet in den Kolto-Bädern sein. Ihr habt euch noch immer nicht vom Angriff auf Tatooine erholt. Während meiner Heilungsmeditationen hatte ich eine Vision, in der dieser Jedi vorkam. Er ist der dunklen Seite verfallen. Er wurde ein Sith. Okay. Ja. Das muss ich mir jetzt mal ganz kurz auf der Zunge zergehen. Der Idiot träumt von mir? Ich will mehr erfahren. Erzählt mir genau, was ihr gesehen habt. Es könnte mir helfen, solch einem schrecklichen Schicksal zu entgehen. Ihr standet auf dem roten Sand von Korriban, dem Zentrum der Sith-Macht. Eure Augen brannten wie glühende Kohlen. Ich sah, wie ihr eure eigene Crew gefoltert habt. Sie flehten euch um Gnade an, aber euer Herz war kalt, fremd. Das Herz eines Sith. Die Zukunft ist immer in Bewegung. Was heute sicher erscheint, kann morgen schon unmöglich sein. Muss ich den Rat daran erinnern, dass die Jedi kein Urteil fällen, das lediglich auf Visionen beruht? Wenn ihr ihn mit auf diese Mission nehmt, wird sie scheitern. Ich sollte stattdessen gehen. Der hat schon wieder Sith-Augen. Du bist auch gerade in dem Gespräch, oder? Ja. Guck dir mal die Augen von dem Spitzhorn-Typ sie an. Der hat ja, hab ich gesehen. Der hat schon wieder Sith-Augen. Ich warte auf dich. Wenn Meisterin Satil und die anderen euch zustimmen, werde ich nicht gehen. Ich kenne diesen Jedi, seit er Meister Orgis Padawan war. Er hat in der ganzen Galaxis Leben gerettet. Ich zweifle nicht genau an dann, seiner wenn Loyalität. Wir gegen den Imperator Yoma, kämpfen, muss Meister ich weg. Kedan. Wow. Ich weiß eure Sorgen zu schätzen, aber ich teile sie nicht. Ich sehe keinen Grund, Meister Pragas Mission aufzuschieben. Ich danke euch, Meisterin Satil. Und euch, Meisterin Kivix. Ihr müsst mir nicht danken. Mit der Macht, die mich führt, folge ich einfach nur meinem Gewissen. Mehr nicht. Nein, das ist falsch. Ich weiß, was ich gesehen habe. Meister Praga, ich verlange, dass ihr es euch noch einmal überlegt. Es steht zu viel auf dem Spiel. Die Zeit für Diskussionen ist jetzt vorbei. Die Stunde des Siegs naht. Meine Freunde, wir brechen sofort zur Festung des Imperators auf. Wir werden unseren Angriff koordinieren, sobald wir alle im Innern sind. Möge die Macht mit uns sein. Okay, was passiert mit dem anderen Typ hier? Das würde mich jetzt mal interessieren. Was rennt denn hier für ein Idiot rum? Der ewig lange auf dich wartet. Gott, sieht der hässlich aus. Ja, ich höre mir alle Gespräche ordentlich an, Darko. Ich habe alles kein einziges Mal übersprungen. Ich bin, glaube ich, schon wieder falsch, oder? Wenn ja, dann renn weiter in die Richtung. Ich bin schon weg. Ich bin schon auf meinem Schiff. Ich kann dir nicht mehr helfen. Also diese kleine Luke, die verfehle ich mittlerweile nicht mehr. Ich dafür jedes Mal. So. Na dann. Wo ist er? Da ist er. 150 kostet mich das bloß. Mach ich.
Ich bin im Innern der Festung des Imperators gelandet. Keine Gegner in Sicht. Ich bin auch drin. Vielleicht haben wir den Imperator ja bei seinem Mittagsschläfchen erwischt. Ich hatte es beim Anflug mit Kanonenfeuer zu tun, aber meine Schilde haben gehalten. Die Medis haben feindliche Truppen entdeckt, die sich meinem Hangar nähern. Sieht so aus, als hätte ich den Kürzeren gezogen. Steigt alle aus. Folgt euren Routen zum Ziel. Nicht aufgeben. Kein Rückzug. Ja. Gedenkt der Gefallenen und enttäuscht sie nicht. Wir sehen uns im Thronsaal. Möge die Macht uns alle beschützen. Meister Braga, Ende. Ich kann ihn spüren. Er wartet. Er würde lachen, wenn er noch wüsste, wie das geht. Wer lacht? Ich höre nichts. Der Imperator hat keine Angst. Er ist nur ruhig. Still. Alles, was er fühlt, ist kalter Zorn. Die Sith glauben, Hass würde sie stark machen, aber das ist eine Lüge. Er ist eine Schwäche. Wir verstehen nicht, was er ist, was er tun kann. Wir hätten nicht herkommen sollen. Das ist eine Falle. Scheiße, nehme ich jetzt die Kira mit? Oh, jetzt muss ich mich auch entscheiden. Du kommst mit. Der Imperator hat keine Macht über uns, wenn wir alle zusammenhalten. Stellt euch eure Angst. Er wird mich nicht bekommen. Nie wieder. Okay. Okay, Lodei. Na dann. Schaffen wir es ja doch noch vor Silvester, den Imperator zu stürzen. Naja, ich habe aus Versehen Kira zurückgelassen. Mal schauen, ob ich das noch schaffe. Warte, du bist ohne Begleiter da drinne? Kannst du keinen Begleiter mehr zu dir rufen? Achso, nee, ich hab den, Entschuldigung, ich hab den besoffenen Sergeant. Den besoffen? Was? Nee, hey, ich hab jetzt doch Kira bei mir. Vergiss es. Ich hab die aber da gelassen. Nee, egal. Hallo, das ist die Tochter des Imperators, die muss mit. Attacke! Sieht schon geil aus. Hallo? Hey, Captain? Böse, böse, die Männer hier sind, die Frauen. Willst du mal lachen, Darko? Guck mal, auf welches Level wir runtergestuft sind. Wir hätten mit Level 10 hier reingehen können und hätten gewonnen. Das ist doch ein Witz. Hast du vier Rang auf aggressiv? Nein, auf Heilung. Ah, okay. Oh, was mit dem bekommen? Ich glaube, als Heilerin ist sie hier besser angebracht. Obwohl sie wirklich Damage macht, mir bisher keinen Lauf. Aber die erhalten eben viel aus.
Zumindest bei mir, weil Kiri auf Heiler steht. Ja, bei mir auch. Also ich hab's ja auch auf Heiler, aber... Naja, da brauchst, ja. Da brauchst du dich nicht wundern, dass du die viel Damage machst. Kiri hält ja dagegen. Scheiß doch mal auf Schaden oder Tank, dann wirst du es doch abkriegen. Nee, das kann man ja auch sehen, wann dir die Fähigkeit einsetzt, beziehungsweise wie viel Damage sie wieder aufholt. Also bei mir... Solange ich durchgehend gar nichts verliere, ist das überhaupt kein Problem. Bei mir... Ich hab nur dauerhaft grüne Schrift von Kira. Ich kann nicht wirklich sagen, wie viel Damage sie macht. Will ich ehrlich gesagt auch gar nicht. Die Tür ist was? Warte mal, warum ist die Tür verschlossen? Ah, hier geht's lang. Der Hallen, das sieht schon geil aus. Ei, da ist noch ein Sith, bitte kämpfen, ja? Panzerhandschuhe des Schutzes von... Ich hab einen Glider bekommen. Interotech. Ja, dann tu mal deinen Grafikfehler-Gleiter bitte auswechseln. Der sieht so hässlich aus, ey. Das kann ich schon mal wieder mal sagen. Ah, nee, da springe ich nicht runter. Bei mir liegt es mitten auf dem Abgrund der Leiche. Habe ich mal getestet, ob man da überlaufen kann. Nee, lieber zu dir vorne. So schnell stirbt niemand. Hier liegt dort eine Leiche auf dem Abgrund. Bei mir liegt hier gar nichts. Ne, ich habe eine dahin gekillt. So. Und die liegt halt mitten, als wäre das eine Glas. Der nervt. Oh, der Sith sah tatsächlich geil aus. Ach nö, warum müsst ihr mich entdecken? Stöhn die Vibes dann rum. Ey, bist du mal offen? Alter, was die hier zurechtstöhnen, ist ja nicht mehr normal. Was sind eigentlich diese Sith-Adapt-Dinger? Sith-Adapt? Sind das nicht die Padawane der Sith? Kann sein. Bei denen ist das ja ganz anders aufgelistet. Ich glaube tatsächlich, das sind die Sith-Adapt. Die Padawane.
So oder so, die halten nichts aus. No, Sith-Adept kamen direkt nach den Sith-Anhängern und waren wohl eher vergleichbar mit einem Padawan des Jedis. So, da wollen wir mal quatschen. Sith-Attentäter sehen ja richtig geil aus. Schwarzes Messer der Fähigkeit von irgendwas. Ich glaube, Ort Mattel war was. Ihr dringt in das Heiligtum des Imperators ein. Dafür gibt es nur eine Strafe. Der Zorn des Imperators. Ihr habt Quash mit leeren Händen verlassen. Macht euch auf eine weitere Enttäuschung gefasst. Eure Freunde haben nicht überlebt. Ihr kämpft allein. Von wegen allein. Die Macht ist mit uns. Auf den Befehl meines Meisters müsst ihr sterben. Na dann. Ich glaube nicht, dass ich sterbe, aber okay. Wegschubsen ist fies. Keine Sorge. So. Ihr seid das Beste, was die Jedi zu bieten haben. Doch das ist nicht genug, um eure Haut zu retten. Ich will euch nicht töten. Glaubt es oder nicht, ich bin hier, um zu helfen. Ihr werdet überrascht, was ich glaube. Ergebt euch, Sith. Ihr und euer Meister habt keine Chance gegen uns alle. Der Macht sei Dank. Er sagte mir, ihr wärt alle tot. Habt Vertrauen. Die Macht ist ein mächtiger Verbündeter. Die Herrschaft des Imperators endet heute. Fehlgeleitete Leidenschaft. Was für eine Verschwendung. Meine Freunde und ich möchten mit euch reden. Bitte begleitet uns nach Tython. Eine kindische Vorführung, Tol Braga. Sorgloser Stolz, gezeichnet von Selbstgerechtigkeit. Ihr seid ein Meister von überhaupt nichts. Ich kann mich nicht erinnern, uns vorgestellt zu haben. Ihr habt keine Geheimnisse vor mir. Ihr steht dort, weil ich es euch gestatte. Weil ich keine Furcht kenne. Wir können ihm widerstehen. Ihr gehört mir, Diener, Sklaven, Waffen. Und ihr werdet gehorchen. Okay. Hmm.
Ich mache hier eine kleine Pause. Ich muss erstmal Essen holen. Bis ja, gleich. Ja. Gesehen, was wir uns gegen die dunkle Seite gewehrt haben. Wir haben uns also erinnert. Ah ja. Okay. Interessant. Interessant. Was war das denn jetzt? Lass ihn nicht gewinnen. Befreie dich. Du bist stärker als sein Einfluss. Kämpfe! Meister Orgus? Was ist geschehen? Der Imperator hat deinen Verstand verdunkelt und dich dazu gebracht, furchtbare Dinge zu tun. Du bist lange eine Spielfigur des Imperators gewesen, aber nun bist du endlich frei. Ich war tagelang unter seiner Kontrolle? Wochenlang? Zeit hat für mich weniger Bedeutung als für dich. Lange genug. Du befindest dich immer noch in der Festung des Imperators. Der Feind ist überall, aber sie denken, dass du ihnen dienst. Halte deine wahre Natur geheim. Finde einen Weg hinaus. Dein dunkler Verbündeter wird dir helfen. Ich werde mitspielen, bis ich mich befreien kann. Danke, alter Freund. Die Macht ist wieder mit dir. Sei stark. Ah ja. Hört auf, Selbstgespräche zu führen, Akolyt. Heute testen wir eure Fähigkeit, Informationen von Feinden zu beschaffen. Wissen ist Macht. Unsere Feinde besitzen die Geheimnisse ihres eigenen Untergangs. Wir müssen alles erfahren. Ich bin bereit für meine Lektion. Bitte unterweist mich. Eins der jämmerlichen Individuen, mit denen ihr hier angereist seid, wartet darauf, von euch befragt zu werden. Ihr führt das Verhör durch, während ich zusehe. Wen meint ihr genau? Ich bin mit mehreren hergekommen. Das Jedi-Mädchen. Anscheinend war sie einmal einer von uns. Folgt mir. Ich zeige euch, wie man den Peiniger verwendet. Ich freue mich schon darauf. Nach euch. Na dann. Da lang. Nee, da lang. Wo denn jetzt hin? Da lang. Fangen wir an. Es ist ein einfaches Gerät. Drei Anreizstufen, die beim Subjekt jeweils stärkere Schmerzen verursachen. Der Peiniger überwacht die Lebenszeichen des Subjekts und bleibt gerade unterhalb des tödlichen Schadens. Aber immer noch ziemlich qualvoll. Ich weiß, dass ihr noch da seid. Ihr gehört nicht zu denen. Wenn ich ihn besiegt habe, könnt ihr das auch. Wählt die niedrigste Anreizstufe. Sorgt dafür, dass sich euer Subjekt konzentriert. Der Peiniger ist kaputt, Aufseher. Er muss repariert werden. Der Peiniger ist kaputt. Er muss repariert werden. Bleibt hier. Ich kümmere mich darum. Wenn das Eindämmungsfeld deaktiviert wird, könnte das Subjekt versuchen zu fliehen.
Hast du gerade eben noch gesagt, bist du ja da? Ja, ich habe nur gesagt, ich bin schon wieder da. Verschwindet okay, ich habe vergessen, mich zu entmuten. Ihr seid frei. Gehen wir. Wenn wir nicht mitten im Hauptquartier der Sith wären, könnte ich euch küssen. Hier kannst wimmelt es von machen. Sith, die nicht wissen, dass ihr wieder normal seid. Aber ihr könnt sie nicht ewig zum Narren halten. Wir müssen verschwinden. Schnell! T7 und die anderen sind immer noch bei der Startrampe in Käfigen eingesperrt. Wir können alle befreien und uns das Schiff zurückholen. Wir verschwinden erst, wenn ich jeden Sith in der Station getötet habe. Insbesondere den Imperator. Seid ihr verrückt? Wir haben den letzten Kampf kaum überlebt. Wir müssen weg hier. Nee, ich bin hierher gekommen, um Gehirnkopfi zu klatschen. Das will ich jetzt auch. Hab ich eigentlich hier irgendwas Neues bekommen? Gütige, aufrichtige, aufständige, erhabene. Seiner Quornfutter hält für Teil von der Pilot. Der reine, der ehrenhafte Ritter der Republik. Der kompromisslose Ritter der Smalstrops. Paladin von Haus Organa. Der Hüter der Wahrheit. Fliegerass. Freund. Padawan, nee, hab ich nicht bekommen. Schade. Schade, schade. Ups. Ich hab dunkle Punkte gesammelt. Sprichst du gerade gegen den Typen, oder? Nö, ich hab den gekillt. Nee, ich bin Imperator. Aber wenn du den einen dort gekillt hast, dann okay. Da weiß ich, wo du bist. Ja, ich war in so einer Balla-Balla. Ich hab den mit Machtüberredung dazu gebracht, mich gehen zu lassen. Also, dass der weggeht. Ich hab ihn einfach gekillt. Entfernt euch von meinem Schiff. Wir brechen auf. Jetzt wenn ich muss kämpfen zum wollte, latschen. Hätte ich eure Crew nicht befreit und diese Wachen getötet. Es werden mehr Wachen kommen. Sollen wir aufbrechen, ehe sie eintreffen? Befreit Meister Tol Braga und meine Jedi-Kameraden und ich ziehe es in Erwägung. Wenn sie hier wären, hätte ich sie ebenfalls befreit. Ich hätte euch auf Quesh töten können, wenn ich es gewollt hätte. Habt ihr euch nie gefragt, warum ich zögerte? Ich habe über 300 Jahre darauf gewartet, das Gesicht zu sehen, das mir in einer Vision erschien. Euer Gesicht. Wie kann das sein? Ich bin bedeutend älter, als ihr denkt. Nur wenige sind jemals dem Griff des Imperators entkommen. Ihr und dieses Mädchen seid etwas Besonderes. Kira und ich haben die Macht, euren Meister zu besiegen. Noch nicht. Und nicht ohne meine Hilfe. Obwohl der Imperator seine wahren Pläne geheim halten will, habe ich sie gesehen. Diese Vision hat mich hierher geführt. Ich schwöre euch Treue. Bringt mich zum Rat der Jedi auf Tython und ich werde verraten, wieso. Wir denken nicht wirklich darüber nach, oder? Ich meine, er will uns doch ganz offensichtlich reinlegen. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber ich bin Docs Meinung. Das ist eine Falle. Ich möchte diese Galaxis vor der Vernichtung bewahren. Ohne meine Hilfe wird euer Schiff niemals entkommen. Ich kann euch in die Freiheit führen. Soll der mein Sklave werden? Ein alter Freund sagte mir, dass ich hier einen dunklen Verbündeten finden würde. Ich denke, er meinte euch. Ich werde immer ein Sith sein. Aber das bedeutet nicht, dass wir nicht zusammenarbeiten können. Zeit ist ein Luxus, den wir nicht länger besitzen. Wir müssen weg. Jetzt! Ich werde uns durch das Verteidigungsnetz navigieren. Okay, wo ist mein Schiff? Stimmt irgendwie, hä? Ich bin im Hangar, mein Schiff ist weg. Ebenfalls.
Ja, aber da müssen wir jetzt durch die Schluftschleuse. Ja, nee, doch, da ist es grün. Jupp, da ist das Schiff abgebildet auf der Tür. Na dann, der Imperator sah geil aus. Ich hab ihn mir anders vorgestellt, bin ich ganz ehrlich. Ich fand's aber irgendwie geil. Also, das Gehirn lag frei, du musst da überlegen, wie alt der ist, oder? Ja. Also, ja. Ja, allein unser neu gewonnener Freund ist ja über 300 Jahre alt. Ja. Bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Das scheint mir doch noch nie am Ende zu sein. Achso, ich muss noch Teil. Warte mal, da ist schon wieder was zum Quatschen. Lord Squirks. Wo ist er denn? Lord Squirks. Hallo? Gurke? Oder? Das ist Sergeant. Scourge, nicht Gurke. Hä, wo ist der denn? Unten im Keller. Hey, Lord Gurke. Ich danke euch für euer Vertrauen, Jedi. Ich an eurer Stelle hätte meines vielleicht nicht so leicht ausgesprochen. Erzählt mir mehr von dieser Vision. Mann, ey. Warum will jemand wie ihr mir dienen? Ich werde mit eurem Rat ausführlich über meine Vision sprechen. Im Moment soll es genügen, wenn ich sage, dass ich mich dem Imperator schon lange widersetze. Eine Zeit lang habe ich mit den größten eurer Jedi-Helden zusammengearbeitet. Mit Revan und der Jedi-Verbanden. Aber sie waren nicht stark genug, um ihre Aufgabe zu Ende zu bringen. Das ist eine ziemlich gewagte Behauptung. Ihr werdet keine Beweise dafür finden. Ich habe meine Verbindung zu ihnen gut verborgen. Trotzdem war ich ihr heimlicher Verbündeter und habe sie gegen den Imperator unterstützt. Bis zu meiner ersten Vision. Jedi, alle von der Macht erfüllt, reihten sich auf, um ihn zu vernichten. Alle wurden weggefegt. Revan und die Verbannte wurden mir vor die Füße geworfen. Dann trat ein Jedi aus den Schatten heraus, um den Imperator niederzustrecken. Dieser Jedi trug euer Gesicht. Ich wusste es. Ja, yeah, ich bin der mächtigste Jedi aller Zeiten. Darkus war der zweitmächtigste. Da ist ja auch mit zufrieden. Mal geboren. Ich habe 300 Jahre lang auf eure Geburt gewartet. Als ich euer Gesicht auf Quesh sah, ab nach Teufel. In der Vision, verbeugte ich mich vor euch und nahm die Krone vom Kopf des Imperators. Sie endete, hat er mehr zu quatschen? Als ihr seine Macht in euren Händen hieltet. Oh wehe, der hat jetzt mehr zu reden. So. Nö, der ist zufrieden. Ich mache jetzt hier ein kurzes Päuschen.